Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blades. In der letzten Folge haben wir eigentlich nur hier das alte Gebiet draußen abgehakt und hier drin alles kurz und klein gehauen. Und jetzt haben wir hier so einen Schalter gefunden, mit dem wir hier storymäßig weiterkommen. So, meine Frage ist jetzt allerdings, man kommt ja von hier aus locker dahin. Deswegen frage ich mich, gehören wir mal nebenbei hier auch raus, warum der Weg da hinten ist. Weil man kann auch eindeutig auch so hier raus. Also wohin führt der eine Weg dann? Also ganz am Ende der Königshalle da hinten. Das habe ich mich gefragt in den letzten 2 Minuten. Weiß nicht. Muss ja irgendwas. Muss uns eigentlich irgendwo anders hinführen. Nehme ich an. Hier kommen wir zur Königshalle außen. Da glaube ich auch, ne? Ja. Okay, ich verstehe die Abkürzung irgendwie nicht. Warum sollte man denn... Ja, okay, um mit einem hier zu erleichtern. Ne? Wie lange laufen wir denn in diesem Gebiet hier rum? Aber, weiß nicht. Ich eigentlich jetzt hier irgendwie verschwinden Weg, außer hat man hier ein paar Gegner gepetzt hat und einmal gar eine Essenzen bekommen hat. Aber egal, wir nehmen jetzt einfach den Weg, den ich genommen hätte, wäre ich jetzt nicht da untergegangen. Bei 1 Minute schafft man locker, wenn man alles da weggeräumt. Außer ich spawn natürlich jetzt wieder neu, nachdem ich da drauf gedrückt habe, wäre ein bisschen doof. Aber ich hoffe ja nicht. So, okay. Mache er das wieder auf. Kann ich halt irgendwie überspringen? Nö, egal. Sehen wir ja wahrscheinlich nur noch jetzt. Ja, ich weiß, man. Schieß sogar rennen. Du bist schneller zu Fuß. Ja. Das wird kein Problem sein. Direkt hier als locker. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Zeit dafür. Egal. Ja, es war ein bisschen zu viel Zeit, habe ich so das Gefühl gehabt. Da hab ich bei 20 Sekunden gebraucht, glaube ich. Oh Mann. War schon wieder Feuer. Ja, okay, Benkei. Warum nicht? Das ist ein Speicherpunkt. Geil. Ihr habt die Tür geöffnet. Okay. Wo bin ich jetzt? Gasse. Ach, ich bin wieder hier. Meine Güte. So, jetzt habe ich wirklich das... nicht irgendwie... ich irgendwelche Sachen verpasse. Ja, kommt man doch kaputt machen, oder? Nee. Wirklich, dass ich nicht irgendwelche Sachen verpasse jetzt. Und zack. Da hat das gar nichts abgezogen. Das ist enttäuschend. Oh, ich will mit meinem Mega-Knüppel. Ja, Benke hat den größten Knüppel in ganz Asien. Meine Güte. Okay, die Bogenschützen gehen auf den Nerven. Guck mal, alle hier hin. Hier kann ich die Bogenschützen nicht treffen. Lass mich mal sehen, wie das mit der Waffe aussieht. Hutscha! Sieht aus, als hätte ich gerade jemanden in den Kopf gefasst. Pff, weg. So wegfächern. Sie hat Ding mehr ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding mehr hat. Sieht. Der arme Knabe, der wollte hier angreifen. Hey! Dich Dropkick! Den beim Kämpfen zuzusehen ist so geil.
So, genau. R1 und 3 oder 4. Sehr gut. Also ein Schützen da hinten getroffen. So, hau den Lukas. Sehr schön. Da können wir es mal kurz heilen. So, punktemäßig. 7200, schon wieder. Schon wieder 7000, Mann. Kommt mir gar nicht so vor, dass ich so viel bekommen von denen. Aber okay. Oh, okay. Oh. Hab ich die Tore so geöffnet? Ja, genau so. Nix. Okay. Dann nicht. Ey, das ist noch einer. Komm ich einfach oft bin hier weg. Jetzt irgendwann versteckt, okay, geil. Ah, schön. Nicht da hoch, nee. Ja, dieser Raum sieht irgendwie aus, als käme er nicht aus dieser Zeit. Ist auch nicht wieso. So, weg mit Tisch. Oh, okay. Einfach nur gucken, ob man das kaputt machen kann. Okay. Ups. Man trifft doch da mal mit. Na. Sieht so steilisch aus, man. Okay. Aber ich mache ich platt hoffentlich. Komme ich eigentlich mehr Punkte jetzt? In diesem Modus? Ich weiß es nicht. Sollte mal darauf achten. Ja, 297. Ja. Okay. Schatzgewölbe, das klingt doch sehr schön. Ja, wir müssen ja so einen Teil holen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Oh, schon wieder Feuer. Hey, ich warte. Das ging auch zum Schatzgewölbe, was? Au! Nein, nicht auf den armen Kopf von Shizuka. Bibliotheksschlüssel, öffne die Tour zum Bibliothek des Schatzgewölbes. Komm mal her. Ach, wenn ich Kreis und Kreis drücke, dann wird da eine Amagane-Essenz gefunden. Sehr schön. Oh, ich überhaupt, das kann ich auch so treffen, ne? Ich habe so eine Reichweite, ne? Und der. Du auch. Ich auch. Okay, so. Es kommt näher, ist klar. Ganz vergessen, wenn man zweimal Kreis drückt, dann kann man ja anziehen. Da wurde ja irgendwie am Anfang erklärt. Wow. Ich drück ja mal 3 oder 4 direkt danach. Aua. Kannst du es wagen? Okay, manchmal klappt das anscheinend nicht. Ich habe Kreis gedrückt halt. Ja. Okay, Kreis gedrückt halten. Klappt auch. Aua. Oh, hi. Was macht ihr denn hier? Ein brüllendes Happen, geil. Soll diese Autsch-Dinger mal benutzen. Weg mit Tisch. Was jetzt Leben, was ich da aufgesammelt habe? Verdammt.
Was? Jetzt macht er auch einen anderen. Jetzt macht er einen Dropkick. Alter, der Typ ist so übertrieben. Ich krieg die Krise. Ich komme auf den Typ nicht klar. Der macht mich fertig. Warte mal, da kann man irgendwo hin. Verdammt. So, irgendwo fällt doch bestimmt noch was runter, ne? Au. So habe ich das nicht gemeint. Autsch! Ich hab doch gesagt, Mann! Dafür kriegst du jetzt ein. Mitten in die Fresse! Oh. Staub! Ah! Was? Mach auf! Achso, ja. Nein! Ah, okay, cool. Sehr schön. Ich könnte mir den Typen so richtig gut als Möbelentsorger vorstellen. Sehr schön. Aber wo komme ich hier hin? Au! Was so? Ey, kommen mir einfach so Sachen vom Himmel geregnet. Vom Regen gehimmelt, genau. Sehr schön. Geh weg, Mann. Aus. Ich hab gesagt, aus. Stehen geblieben, verdammt. Sehr schön. Das ist hier schon der offizielle Weg. Oh, jetzt noch mal, noch so ein Teil, okay. Voll viele Dinger finde ich jetzt auf einmal. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt schon wieder gemacht habe, aber gut. Au. Aua. Ey. Kick. Ah, sehr schön. Ach, jetzt bin ich hier, okay. Nimm mal an, das ist der richtige Weg. Wobei, voll daneben. Nimm mal an, das ist der offizielle Weg, deswegen gehe ich mal einfach zurück und gucke, wo mich der Weg hinführt. Nur so nebenbei, ne? So. Okay. Da konnte man den nicht runter. Ach, da konnte man gar nicht lang. Verdammt. Ich dachte, okay, egal. Dann gehen wir da weiter. Kein Problem. Mal irgendwie so da. Nö, okay. Ja, zu gefährlich. Hier ist ja alles am Brennen, verdammt. Okay. Wenn ich Bomben platziere und dann zu den Ziel wechsle und mit Dreieck angreife, explodieren die Dinger auch. Cool. Nein, ich wollte nicht das Ding. Okay, ein Zauber, der böse Kräfte zerstreuen kann, mit geheimen Künsten der Tamayori-Ordens erschaffen. Keine Ahnung. Wann habe ich den bekommen? Mit mich. Sehr gut. Meine Güte, was ist mit dem los? Was passiert hier in letzter Zeit alles? Die Gegner manchmal abspacken. Ach, da habe ich den raus. Meine Güte. Kann echt
Kisten auch mal an, indem ich die kaputt hau. Okay, hier geht's aber nicht weiter. Was? Wo muss ich denn dann lang? Schon wieder die berühmte Frage, wo muss ich als nächstes lang? Ei, ei, ei. Warte, bist du denn? Aua! Ja, Dreck. Ja, wo muss ich denn jetzt schon wieder lang? Da liegen? Da brennt's aber. Ja, warte mal, das ist der Gegenstand, den ich brauche, kann das sein? Ah, okay, stimmt. Das ist das Teil, was ich brauche. Ja, langsam haut die Aura richtig rein. Man weiß wie. Finde ich. So, weiß ich nicht. Gucken wir mal draußen, ob da noch welche sind. Aua! Kann ich schon mal kaputt. Dann machen wir in der nächsten Folge so frisch weiter. Aber können schon mal die Gegner hier kaputt hauen, ne? Oh, cool. Hier ist nix. Und au. Hier kommen wir schon wieder ganz raus, ne? Dann gehen wir mal, weiß ich nicht. Schatzgewölbe. Dann könnte ich ja gleich, weiß ich nicht, zum nächsten Speicherpunkt gehen. Ich hoffe, es passiert jetzt nicht so sonderlich viel, Cutscene-mäßig und so. Hi. Auch hier? Nixer. Bah. So, nee. Und der macht das trotzdem. Der Sack. Hui. Na, doink, doink. Boom. Upsala. Hallo, wie geht's deiner Schwester? Boah. Verdammt. Irgendwie will das mit dem Anvisieren nicht so. Wie? In your face, in your face, in your face. So, da ist der Speicherpunkt. Bam, komm mal hier schon an. Oh, ich guck mal, ob ich noch irgendwann aufbauen kann. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Er. Ich meine, er. Kannst zum Beispiel Kamui aufleveln, aber das finde ich irgendwie nutzlos. Ich finde lieber. Leben ist irgendwie wichtiger. Ich kann sie schon wieder ihr Leben aufbauen lassen. Ja, waffenmäßig. Tun wir mal 4400 hier reinballern, damit er noch mächtiger wird. Boah, 8000. Ja. Gut. Was war hier drin nochmal? Oh, hi. Na, machen wir euch auch nochmal platt. Au. Keine Ahnung, wie ich das immer mache. Ich habe Viereck gedrückt, das weiß ich. Aber keine Ahnung, wie ich diesen Move explizit gemacht habe. Oder keine Ahnung, wie ich diese Drehangriffe immer mache. Muss ich eigentlich hier lang? Bin ich nicht hier zu Yashitsune zurück? War nicht auch ein Speicherpunkt? Wenn ich mich nicht irre. Hier. Nö. Hi, na? Mal wieder auf der Karte abgeht. Aber wie viel ziehst du denn jetzt ab? Nein, nicht mit dem Teil. Den hier.
Ja, ich glaube, ich gehe gleich zurück zum Speicherpunkt erstmal. Sehr gut. It's raining, man. Halleluja, it's raining, man. Oh yeah. Oh, wie ein Flummi. Lass dich umarmen, Tisch. Okay, gehen wir mal zurück und speichern. Und beenden den Part. Wer schoss da? Aua. Schade, hat hier nichts respawned. Das finde ich ein bisschen doof. Oh, oh, oh. Obwohl, ist doch egal. Ist doch gleich ein schwacher Punkt wieder. Sehr schön. Keine Ahnung, gehen wir mal zurück zum Schatzgewölbe und speichern. Fast. Gut. Dann mache ich einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Genji's Days of the Blades. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.